Ladebalken. Komm klar. Also, was war bis jetzt geschehen? Wir hatten, glaube ich, ein bisschen das die Vorgeschichte gespielt. Und ja, eigentlich haben wir einen Brief gekriegt von Yennefer, dass sie uns treffen will. Und sie wollte ja, sie wollte uns in so einem kleinen Dorf treffen. Das haben wir aufgesucht, da haben wir ein paar Quests erledigt. Und als wir dann Yennefer getroffen haben, hat uns die wilde Jagd verfolgt. Dann sind wir zu Kaiser M hier in Nilfgaard gekommen, haben ein Angebot gekriegt, was wir nicht ablehnen können, weil unsere kleine Ziehtochter tatsächlich wieder aufgetaucht ist. Und jetzt gehen wir quasi so ein bisschen den Spuren nach, um Ciri zu finden. Ja, das ist so im Groben zusammengefasst, was bis jetzt passiert ist. Eigentlich wollten wir ja zu diesem blutigen Baron, glaube ich. Oh, wir haben schon 1200 Gold, Mensch. Guck an. Genau, eigentlich wollten wir ja zu diesem blutigen Baron, aber das ging irgendwie noch nicht. Ich glaube, da müssen wir jetzt erstmal diesen Hendrik hier finden. Und ein paar Nebenquests haben wir hier auch noch. Wildes Herz und diese komischen Typen hier. Haben wir auch noch Hexeraufträge? Achso, okay. Genau. Ja, dann würde ich sagen, wenn wir zum Reinkommen machen wir erstmal hier Wildes Herz. Gucken wir mal. Schauen wir mal, wo das sein soll. Da oben. Okay. Ich glaube, da war auch Hendrik. Ah, dann nehmen wir hier noch das Fragezeichen mit. So, ich muss auch erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Wisst ihr ja. Ohne euch spiele ich nicht. Weiter so, Plätze. Und ja. Könnt ihr mir auch gerne mal in den Chat schreiben, was ihr so das Wochenende gemacht habt. Worauf ihr Bock habt bei The Witcher, was ich machen soll. Ich bin da natürlich immer gerne geneigt, eure Wünsche zu respektieren, und dann machen wir das auch. Ob das nun Quests sind oder irgendwas anderes. Alter, das war. Die sind aber schnell explodiert. Komm schon! Jetzt aber. Stirb, stirb, stirb. Geil. Komm ich da nicht durch. Ein Ghoulnest. Ich muss es zerstören. Ja. Ah, hier. Mal die nochmal nur looten hier. Weil ich glaube, wir hatten jetzt, um die Sachen herzustellen, das war, glaube ich, in Alchemie, ne? Genau. Bomben. Ja. Cool. Aber wir hatten doch auch schon Bomben hergestellt, oder? Ja. Kann ich die nicht irgendwie wieder auffüllen? Zerstört Monsternester. Genau. Weil irgendwie konnte man doch die Dinger auch auffüllen. Also hier ist ja nur das. Ah, Öle können wir auch herstellen. Okay. Gut zu wissen. Greifenabsud können wir herstellen. Handwerk. Ach doch, ich glaube mit Meditation, oder? Das können wir mal probieren. Das so.
glaube, das war mit Meditation, dass wir die Dinger wieder auffüllen können. Schlafen wir mal bis zum Morgen. Weil es mit Hilfe vom starken Alkohol wurde. Genau. Nee. Ja. Genau. Siehst du? Da haben wir wieder zwei Dinger. Da kann man wieder Monsternester zerstören mit. Allerdings sind die natürlich jetzt wieder da. Das war ja genug. Oh mein Gott, das heißt, ich komme an den Baum nicht vorbei. Ich mag Kuhle. Ich glaube, die sind in der Welt von The Witcher gar nicht mal so unnützlich, die Kuhle. Also, die fressen halt viele Leichen, ne? Gibt halt weniger Krankheiten dadurch. Die sind noch ganz schön krass hier für uns. Yep. Na, da haben wir doch. Ein Ghoulnest. So. Ich muss es zerstören. Das können wir doch zerstören hier, das Ding. Noch einer rausgesprungen. Ne, sieht nicht so aus. Erstmal. Okay. So. Plötze. Warte, komm her hier. Heya! Was ist das? Gottheit, die hier wohl anbeten. Jo. Komm schon, Plätze! Wollen die Leute hier nicht verunsichern? Mein Schwert wieder wegstecken. Ist ja total unhöflich, hier mit einem Schwert hier durch die Gegend zu reiten. Was sollen die Leute von uns denken? Hast du viele von diesen Bestien, du weißt schon. Kennengelernt, Meister Hexer, es gibt eine... Willst du etwas kaufen oder dich nur umsehen? Boah, schrei mich doch noch mehr an, Junge. Was ist denn los mit dir? Zeig mal, was du anzubieten hast. Was hat denn der da? Folge den Hinweisen auf der Karte, um Hexer-Ausrüstung zu finden. Na das, na für 15 nehmen wir den. Fünfte Essenz wird für alchemistische Zukunft. Okay, brauchen wir alles nicht. Ist egal. Ah, hier können wir. Haben wir wieder Alkohol? Nö. Ne? Der nimmt doch Ausrüstung. Guck an. Das macht mehr Schaden. Das macht auch mehr Schaden. Kritische Treffer. Nehmen wir Rüstungsdurchbohrung, würde ich sagen. Macht auch mehr Schaden. Mensch. Alles mehr Schaden hier. Cool. Boah, Leute. Habt ihr Lust auf Gwint? Wenn ja, dann jetzt eins in den Chat. Ansonsten machen wir erstmal weiter. So, warte ich mal ganz kurz, damit ihr auch abstimmen könnt. Also ich finde das Spiel klasse. Ich habe das, ich habe auch schon mal geguckt, ob man das so spielen kann, ne? Aber leider
so außerhalb von The Witcher quasi gibt's. Also es gibt ein ähnliches Spiel, aber es ist nicht so genau dasselbe. Das hat mir nicht so einen Spaß gemacht. Aber hier, ich mag das total. Das macht echt viel Spaß. Ja, na gut. Wenn keiner schreibt, dann machen wir das. Ich will Karten spielen. Schauen wir mal. Hätte ich jetzt echt Bock drauf. Und wir brauchen ja auch noch ein paar Karten. So ist ja nicht. Ah, komm, starten wir. So gut sind die ja hier alle noch nicht. Die krassen Gegner kommen ja erst noch. Und ja, wir haben jetzt auch noch nicht so krasse Karten. Ah, die ist schon mal gut. Japan Seagreen. Den kennen wir auch schon. Was haben wir denn hier eigentlich? Okay. Die mal wegmachen. Gut. Ja, schauen wir mal. Was der kleine Fatzke hier so macht. Oh, fangen wir erstmal sachte an, würde ich sagen. Okay. Genau, also falls ihr Gewinnt nicht kennt, ihr habt mehrere Zonen. Also Ziel des Spiels ist es eigentlich, da an der Seite seht ihr ja die beiden Edelsteine, die roten, die stehen für die Runden, die man gewinnen muss. Ne? Also Ziel des Spiels ist es quasi, zwei Runden zu gewinnen. Dafür muss man in den Zonen die meisten Punkte gelegt haben. Ne? Die Karten hier, die haben Punkte. Also die hier zum Beispiel 6, die hier nur 5, die auch nur 5, die 4. Und manche haben halt noch Effekte. Ne? Und das ist Zoom. Genau, die Effekte sind da unten zum Beispiel, lege diese Karten neben einer Karte mit demselben Namen, um ihre Stärke beider Karten zu verdoppeln. Das heißt, die beide hätten dann 8. Ne? Und zusammen dann 16. Genau, und ja, wie gesagt, Ziel des Spiels ist es halt, so viele Punkte wie möglich zu machen in einer Runde und dann quasi die Runde zu gewinnen. Allerdings wird es dann halt auch faktisch, weil wir haben nur eine begrenzte Anzahl an Karten und ziehen halt keine nach. Das heißt, mit den Karten, die man auf der Hand hat, muss man halt die beiden Runden gewinnen. Und da muss man dann so ein bisschen quasi vorausahnen oder ein bisschen strategisch vorausdenken, sag ich mal, was der Gegner noch auf der Hand haben könnte. Und ob er jetzt, also jetzt zum Beispiel hat er ja nur noch 4 Karten auf der Hand. Ich habe einen Punkt mehr. Das heißt, er müsste jetzt ja noch eine Karte spielen, um mich mindestens zu schlagen. So, und jetzt ist die Frage, ob er mit den anderen 3 Karten quasi die Runden noch gewinnen könnte. Jetzt zum Beispiel habe ich noch 4 Karten auf der Hand, er hat nur noch 3 und ich habe 4 Punkte Vorsprung. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal passen und er müsste jetzt noch 5 Punkte machen, um die Runden zu gewinnen, hat dann aber keine Karten mehr, um die beiden anderen Runden zu gewinnen. Wenn er es überhaupt schafft, ist ja die andere Frage. Ja, okay, schafft er. Hat er jetzt nur noch eine Karte und ich habe 4. Das heißt, die anderen beiden Runden, also die Runde habe ich ihm jetzt geschenkt, aber dafür hat er jetzt quasi nur noch eine Karte auf der Hand und ich gewinne die anderen. Ja, genau. Er hat nur noch klirrende Kälte und hat quasi gar nichts mehr. Na, und da haben wir das Ding eigentlich schon so gut wie in der Tasche, die beiden anderen Runden. Wir das strategisch schön gemacht, das Spiel. Ja, genau, super. Wir müssen es jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen hier. Zack. Haben wir das Ding. Cool. Freue ich mich. Gut. So, einen neuen Wegpunkt haben wir auch. Das ist auch schon mal schön. Und hier drüben ist ein Waffenschmied. Das ist auch sehr schön. Als allererstes will ich mal kurz zu dem Waffenschmied gehen. Weil der kann uns eventuell die Schwerter herstellen. Die beiden. Haben wir hier noch was zum Looten? Was denn? Fertigst du auch Sonderauftragswaffen an? Ermorden Politiker erstklassige Freudenmädchen? Natürlich! Ja, der macht auch Quint. Auch cool. Genau, gucken wir erstmal, was der hat. Ich sehe mich um. Vielleicht suche ich mir was aus.
Alter Falter. Der hat auch wieder Hexerausrüstung. Coole Sache. So, den Rest können wir ja sowieso noch nicht. Wir wollen Handwerk. Ja. Und zwar haben wir Silberschwerter. Einmal das hier. Da fehlt uns, was fehlt uns da? Ein Silberbarren. Okay. Hat er keine Silberbarren? Können wir das eigentlich schon tragen? Ja, Stufe 2, ja. Doch, können wir schon tragen. Und da fehlt uns ein Eisenbarren. Ah, den können wir kaufen. Okay. Cool. Das können wir schon mal herstellen. Ja, danke. Mann. Das können wir bei ihm nicht kaufen? Hm, ein Silberbarren hat er nicht. Okay, davon haben wir nur einen. So, aber wir können vielleicht das hier zerlegen. Achso, ne, da kriegen wir nur einen Eisenbarren. Eisenerz. Hm. So, aber haben wir... Wir haben Silber. Ah, wir können vielleicht... Warte mal, Handwerk. Handwerkszutat. Eisenbarren. Silberbarren. Ha! Gegenstand herstellen. Ja, dann machen wir gleich zwei hier da draus. So. Jo, dann stellen wir bitte das her. Und einmal... Nein! Achso, doch, können wir kaufen. Sehr gut. Ja, danke. Danke. Sehr cool. Haben wir beide hergestellt. Richtig cool. Bis dann. Wir kommen gleich wieder. Mensch. So, sehr schön. So. Ja, geil. Jetzt haben wir beide Schwerter. Chance auf Vergiften. Und hier auch Chance auf Vergiften. Boah. Krasse Schwerter jetzt. So schnell finden wir keine besseren. So. Die Armbrust ist natürlich auch noch besser. Oh, und hier haben wir auch noch schöne... Armbrustbolzen mit Silberschaden. Ja, wenn wir Werwölfe treffen, dann ist das, glaube ich, auch noch gar nicht so verkehrt, die zu haben. Was denn? Alter! Ich sehe mich um. Vielleicht suche ich mir was aus. So, der kann auch noch reparieren. Ja, bitte, danke. So. Und dann wollen wir jetzt handeln. So. Kriegen wir noch ein bisschen Gold wieder von dem Ganzen, was wir gerade ausgegeben haben. Cool. Okay. Ja, nice. Und dann spielen wir Karten. Ah, zwei Schwerter hergestellt. Hast du Lust auf eine Partie Gwent? Richtig gut. Haben wir eigentlich eine Karte gekriegt von dem Knilch? Die nehmen wir auf jeden Fall mit rein. So. Cool. Freut mich. Boah, wir... Achso, cool. Wir haben ja so gut wie gar nichts hier. Also klirrende Kälte brauchen wir auf jeden Fall. Die ist auch gut. Hm. Ja, eigentlich. Okay. Wir sind am Zug. Okay. Gut. Genau. Die Karten sind eigentlich auch immer ganz geil, weil wir haben dem jetzt quasi eine Karte geschenkt, aber kriegen selber dafür zwei Karten auf die Hand. Ist auch nicht schlecht, auf jeden Fall. Und mit klirrende Kälte können wir ihm quasi die Punkte, die wir ihm gegeben haben, wieder wegnehmen. Ja, und dann machen wir das auch. Obwohl... Naja doch, wir wollen ja selber auch noch unsere Dings spielen. Zack. Na, jetzt hat er nur noch zwei Punkte. Dann haben wir erste Runde gewonnen. So, dann können wir nächste Runde können wir alles rauskloppen hier. Und, ja. Quasi das Ding gewinnen.
Schauen wir mal. Zack. Ah, der hat Japan Secret. Ich mag den kleinen Zwerg. Der ist echt witzig. Durch die beiden kriegen wir halt immer plus 1 dazu in der hinteren Reihe. Deswegen haben die jetzt beide auch 8. Das ist halt auch schon echt stark. Muss man immer so sagen. Na, das war alles klar. Aber wir haben trotzdem noch, also immer noch plus 2 quasi. Hinten. Sondern unsere beiden krassen haben wir ja auch noch. Ja, klorene Kälte nochmal. Okay. So. Dann können wir uns damit jetzt nochmal einen wegholen. Holen wir uns hier den Sechser wieder. Ja, mit Finte können wir uns wieder eine rausholen. Und zwingen ihn jetzt quasi noch was zu spielen. Ja. Und dann, ja, soll er mal noch 3 Punkte aufholen. Er hat ja nur noch den mittleren Slot frei. Ja, das schafft er nicht. Es ist der. Haben wir gewonnen, das Ding. Cool. So, macht er jetzt eine Sonderanfertigung? Ich habe noch ein paar mehr Aufträge, was er so schmieden könnte. Okay. So. Was hat der hier? Ich glaube, der hat noch Kräuter, ne? Grüß dich. Meinen Gruß. Woher kommst du? Wohin gehst du? Schwer zu sagen. Ich habe viel von der Welt gesehen und will noch mehr sehen. Genau wie ich. Genau wie ich. Nicht der beste Ort für einen fahrenden Händler. Profite und Risiko gehören zusammen. Der Krieg bringt manches Elend, das stimmt. Aber das Leben geht weiter. Und wo es Leben gibt, gibt es Handel. Du riskierst für ein paar Münzen dein Leben? Geld, mein Freund, ist unwichtig. So sehr ich es versuche, ich kann nicht stillsitzen. Also ziehe ich durch die Welt. Ich sehe neue Orte, spreche mit Unbekannten. Das gefällt mir. Und das ist das Risiko wert. Wenn man es genau nimmt, machen wir das ja auch. Für ein paar Münzen unser Leben riskieren, also. Gut. Ich sehe mich mal um, wenn es dir recht ist. Was hat er denn hier so? Ah, okay, bei dem können wir Felle loswerden anscheinend. Der hat auch 550 Gold. Krass, Kacke. Leb wohl. Also, wir sehen uns wieder, das weiß ich. In dem Dorf hier ist echt viel Gold zu holen bei den ganzen Typen. Aber wir können mal kurz gucken. Wir haben ja jetzt hier neue Bücher gekriegt. Religion und Leben. Aha. Yay, Katzenschule. Jeder wird überfallen. Und wenn er es nicht freiwillig gibt, bekommt er ein... Sag nichts mehr. Okay. Katzenschulenausrüstung Teil 2 haben wir auch gekriegt. Mensch. Und wenn die Tochter des Barons findet, der soll bloß werden. Also sag mir, soll ich mein Weib einmal die Woche schlagen? Könnte ein paar entbehren. Ich habe einen Sohn übrig. Du musst essen, komm rein. Also machen wir erstmal unseren Standard. Wenn wir irgendwas sehen, rauben wir es erstmal aus. Hm? Ah, ich finde das herrlich. Puh. Wir gehen erstmal rein. Was habt ihr denn? Hm? Kann man euch ausrauben? Margret! Mensch, die hört aber auch nicht. Woher kommst du? Ich suche einen Jäger namens Nielen. Er steht vor dir. Was willst du? Ich bin wegen deiner Nachricht da. Ich bin Hexer. Wann hast du deine Frau zuletzt gesehen? Vor 5 Tagen, vor Tagesanbruch. Bin zum Jagen. Sie hat noch geschlafen. Als ich zurückkam, war sie verschwunden. Ist dir was Seltsames aufgefallen? Ihr Verhalten vielleicht? Nein,
Sie war fröhlich und glücklich, wie immer. Sie ist nicht weggelaufen, wenn es dir darum geht. Sagt das nicht auch immer der eine auf Facebook hier oder YouTube, weiß ich gar nicht. Bei diesen Disney-Sachen, ist euch da nicht etwas aufgefallen? Muss ich gerade dran. Vielleicht ist sie ins Nachbardorf gegangen und hat vergessen, es dir zu sagen. Nein, meine Schwester war noch nie so lange weg. Habt ihr nach ihr gesucht? Wir haben im Dorf gefragt. Keiner hat sie gesehen. Sie muss los sein, als alle geschlafen haben. Ich habe ihr immer wieder gesagt, sie soll nicht alleine gehen. Sie hat nie auf mich gehört. Ich habe mit einigen Männern den Wald durchsucht. Nichts. Na dann. Ich werde im Wald suchen. Vielleicht habt ihr ja etwas übersehen. Ich frage auch herum. Hat sie Freunde? Hannah bleibt meist für sich. Manchmal passt sie auf die Kinder vom Schmied auf. Und im Dorf mochte sie Glenna, die Frau des Schlachters, am meisten. Danke. Ich versuche, sie zu finden. Kann aber nichts versprechen. Na, da hat sich aber jemand verplappert gerade, wa? Die weiß doch schon, dass sie tot ist. Die olle Zippe. Die hat die Vergangenheitsform benutzt. Wenn mein Mann nicht immer in der Taverne landen würde. Also wenn ich Hoffnung hätte, dass meine Schwester noch lebt, dann würde ich nicht die Vergangenheitsform benutzen. Na, ist ein weit gereister. Gucken wir mal, was da auf uns zukommt. Aber ich habe ja so eine Ahnung. Grüß dich. Bist du Glenna? Ja, ich habe nur Knorpel und Innereien zu verkaufen. Aber du musst warten, bis ich alles zerlegt habe. Klingt ja lecker. Bist du die Frau des Metzgers? Metzger? Ich bitte dich. So könnte man ihn im Schatten der Mauern von Novigrad bezeichnen. Jetzt verkauft er Aas. Tote Tiere, deren Knochen sich noch für die Suppe eignen. Kaufst du was? Ich möchte mit dir über Hannah sprechen. Hab gehört, ihr wart befreundet. Manchmal kam sie vorbei und wir haben geredet. War sie in letzter Zeit seltsam? Weißt du, wo sie hingegangen sein könnte? Seltsam? Nein, so fröhlich wie immer. Ich denke, die Wölfe haben sie geholt. Die letzten Nächte haben sie geheult. Selbst die Männer des Barons haben Angst, herzukommen. Hannah muss in den Wald gegangen sein. Vielleicht hat sie Pilze gesammelt. Sie ist zu tief hinein. Die Heuler haben sie erwischt. Na klar. Wer es glaubt. Vielen Dank. Leb wohl. Wölfe hätten eine Leiche zurückgelassen. Ninimo. Opa, Opa! Erzähl uns ein Märchen! Welches denn? Das von der Fee oder das vom Einhorn? Das von dem Herrn, der von Mäusen gefressen wurde. Schon wieder? Ich denk drüber nach. Süß. Ach, da oben ist man. Papa, kommt da... Toll! Mein Papa macht Schwerter wie das hier. Darf ich mal anfassen? Besser nicht. Das ist scharf. Ich muss mit eurem Vater reden. Früher habe ich Schwerter geschmiedet, jetzt Sicheln und Hacken. Gute Waffen findest du nur in Novigrad. Sag mal, sind die alle dement? Der hat doch gerade die beiden Schwerter geschmiedet. Ich wollte mit dir über Hannah sprechen. Sie hat auf deine Kinder aufgepasst. Tante Hannah, weißt du, wo sie ist? Noch nicht. Nein, deshalb bin ich hier. Hat sie euch gesagt, wo sie hingeht? Oder sonst irgendwas? Sie hat gesagt, dass Rüben gesund sind und wir sie essen sollen. Ich habe gesehen, wie sie in den Wald ist. Mit einer anderen Frau. Es war fast morgen. Ich bin raus, damit ich das Bett nicht nass mache. In den Wald? Dann ist sie erledigt. Warum? Ein großes Rudel durchstreift die Gegend. Niemand im Dorf traut sich in den Wald, außer Nielen. Aber der ist ja auch Jäger. Okay. Hast du die andere Frau erkannt? Weißt du, wer das war? Nein, sie lief vor Tante Hannah. Ich konnte sie nicht erkennen. Vielen Dank. Lebt wohl. Na gut, sind wir ja schon ein ordentliches Stück weiter. Also wir wissen jetzt, dass sie mit noch einer Frau in den Wald gegangen ist. Würde ja zu der Theorie passen, dass es die Schwester war. Die Schwester hat die bestimmt aus Eifersucht ermordet.
Ist ja der Klassiker. Hier ist ein Haus. Wer bist du denn? Prinzessin. Okay. Okay. Cool. Oh, ist ein Friedhof. Ist aber nichts zu holen. Hey. Wir müssen auch mal ein paar Blut sammeln, ne? Vielleicht treffen wir ja eine hübsche Frau. Dann können wir ihr die schenken. So. Jetzt sind wir gleich da. Na, bevor mich jetzt irgendwas überrascht. Machen wir erstmal ein Schutzschild. Da drüben sind auf jeden Fall Wölfe. Also den neuen Schwerter, die Zecken schon gut rein auf jeden Fall. Ah, das war das Rudel. Okay. Hexer? Na, was machst du hier? Wer da ist. Du solltest nicht alleine im Wald sein. Ich wollte dir nur sagen, du brauchst nicht nach Hannah zu suchen. Mhm. Sie wäre längst zurück, wenn sie am Leben wäre. Ich bezahle dir doppelt so viel wie Njellen. Sag ihm einfach, dass seine Hannah tot ist. Willst du nicht wissen, was ihr zugestoßen ist? Ich mache mir keine Illusionen, Hexer. Wer in Velen so lange verschwunden ist, kommt nicht zurück. Hannah ist sicherlich tot. Njellen sollte diesen Verlust akzeptieren, nach vorne schauen. Ach komm, das glaubt doch keine Sau, oder? Also da wären wir doch jetzt übelst naiv, wenn wir das jetzt einfach so glauben würden. Seltsam. Normalerweise wollen die Leute wissen, was ihren Angehörigen passiert ist, um jeden Preis. Was sollte das nützen? Ich bekomme meine Schwester nicht zurück. Mir bleibt nur Njellen. Ah, ich will ihn nicht auch noch verlieren. Ah ja, da geht er hin. Okay. Er wird Hannah rächen wollen, auch wenn das sein Leben zerstört. Na klar. Der Mann verdient Besseres. Hm. So, jetzt könnte man ja interpretieren, Besseres, also besser als Hannah, damit sie, und nicht Besseres als den Tod. Tut mir leid. Ich schließe meine Aufträge immer ab. Ja, es stimmt, was die Leute über Hexer erzählen. Ihr seid herzlose Kreaturen. Naja. Geh mal putzen. So. So, jetzt wollen wir mal gucken, ja? Ist ja irgendwo ein Hinweis sein. Ich sehe leider noch nichts. Ja, nee, auch nicht. Tjo, wenn ihr was seht, Leute, sagt Bescheid, ne? Kann ich mich rollen? Da, guck mal. Mensch. Das hätte auch ein bisschen früher aufblinken können. Hm, das war kein Mensch. Hm, Schnitte von langen Krallen. Das Fleisch wurde runtergerissen. Okay. Also lange Krallen. Langsam wird's interessant. Hm. Also wenn etwas Fleisch runter... Okay, die Spuren. Könnte ein Werwolf sein, vielleicht. Klauenspuren. Sie sind tief. Ja,
Also, Werwölfe reißen ja dich und haben lange Klauen. Das riecht nach einer verwesenden Leiche. Überall ist Blut. Wir können ja mal gucken ins Glossar. Okay, wir haben Bücher. So. Ja, danke für die Info. Wölfe? Nee. Ich weiß gar nicht. Hybriden? Nee. Ah, wir haben noch gar keinen Werwolf tatsächlich gesehen. Schade. Okay. Haben wir leider keine Informationen. Das muss Hannah sein. In Stücke gerissen. Sprichwörtlich. Okay. Werwolf. Ohne Frage. Ich muss vorsichtig sein. Sag ich doch. Das ist Hannah. Eieiei. Okay, da drüben ist was. Blut und Pfotenabdrücke. Wohin sie wohl führen? Okay. Verdammt, er ist auf den Baum geklettert. Da komme ich nicht drauf. Vielleicht finde ich sonst noch was auf dem Boden. Den Baum geklettert ist. Ja, irgendwo muss er wieder runtergesprungen sein. Tatsächlich. Also hier sind die Spuren. Vielleicht ist er zu dem Baum rüber? Also ein Werwolf hat die Hannah. Ein Werwolf hat die Hannah gefragt. Ah, hier. Ein Fellbüschel. Ugh, wer das verloren hat, hat eine Weile nicht gebadet. Okay, jetzt haben wir eine Fährte. Sehr schön. Okay, Werwolf wird natürlich interessant. Habe ich jetzt. Müssen wir mal gucken, wie wir gegen den Werwolf kämpfen. Aber wir haben jetzt ein gutes Silberschwert uns gemacht. Okay. Bleib schön dahin. Der ist vom Baum zu Baum gehüpft hier, oder was? Das ist doch bestimmt der Werwolf da unten, oder? Männerkleidung. Zerrissen, aber ohne Blutspuren. Wer reißt sich denn die Kleider vom Leib und lässt sie im Wald? Das ist eine gute Frage. So, was haben wir jetzt hier? Hier ist das nächste. Ja, das ist doch bestimmt ein Werwolf da. Sieht aus wie die Unterkunft eines Jägers. Ah, Bär. Okay, dann kommt der Bär. Aber weggeschleudert. Die Ratte. Okay, ja. Also hier ist das auf jeden Fall. Ah, hier haben wir auch einen Wegpunkt. Sehr schön. Okay, jetzt. Anscheinend ist hier eine Höhle. Ah. Okay, bevor wir da reingehen, würde ich erstmal kurz die Hütte oben durchsuchen. Und dann gehen wir da in die Höhle rein. Vielleicht finden wir hier oben noch was Nützliches, was wir für den Kampf brauchen könnten. Weil ein Werwolf ist tatsächlich nicht ganz so einfach, glaube ich. Bin ich mir relativ sicher. Okay, dafür brauchen wir einen Schlüssel. Notizen. Von wem die wohl sind?
Ich bin, wer ich bin. Das kann ich nicht ändern. Hemden aus Petersilie und Tränke aus den Tränen von Jungfrauen mögen in den Märchen der alten Frauen zwar helfen, aber nicht bei mir. Ich muss mich damit abfinden. Mit Hannas Liebe und eiserner Disziplin habe ich einen Weg gefunden, damit umzugehen, aber ich muss mich im Wald verstecken, bevor der Vollmond aufgeht. Ich muss weit weg sein von allen, weit weg von Hannah. Der Anfall kommt und geht, ich mache mit Wunden an den Händen... Achso, ich wache mit Wunden an den Händen und dem Geschmack von Blut im Mund auf. Vielleicht ist es auch besser, dass ich mich nicht erinnere. Beute mit Pfeil und Bogen zu erlegen ist eine Sache, sie mit Zähnen und Klauen zu zerreißen eine andere. Zumindest kann ich hier tief im Wald niemanden verletzen. Gütige Militele, wache über alle, die zu nahe kommen. Okay, also der Werwolf hat anscheinend ziemlich viel Mitleid und Gefühle. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir den Fluch aufheben können, irgendwie. Das Blut ist nicht lange trocken. Er wurde hergeschleift. Aber von wo? Okay. Jetzt mal die Silberbolzen rein. Nur für den Fall der Fälle. So, dann können wir... Was haben wir denn hier so? Okay, wir können nur einen Greifenabsud machen. Und Öle können wir machen. Nekrophagenöl. Verfluchtenöl. Ja, das ist doch in Ordnung. Das können wir doch machen. Zack. Cool. Dann haben wir auch genug. So gleich. Dann haben wir es einmal. So. Okay. Öle, ja. Verfluchten Öl. Ein Werwolf ist ja ein Verfluchter eigentlich. Ja, okay. Cool. Hammer. Hexersinne sagen jetzt hier noch nichts. Ja. Warte auf den Einbruch der Dunkelheit. Okay. Also ist hier anscheinend noch nichts, gegen was wir kämpfen müssen. Aber wir können erstmal looten. Ist ja auch nicht schlecht. Ganz in Ruhe. Okay. Irgendwas Wolfiges. Eisenerz ist auch schon mal gut. Kann man immer gebrauchen. Wie wir gerade gemerkt haben. Da ist nichts mehr. Da ist auch nichts. Okay. Ist er das? Jawohl. Jo. Okay. Hört sich ja schon mal gut an. Na gut. Dann würde ich sagen, dann speichern wir mal einmal. Und ja, dann warten wir mal auf den Einbruch der Dunkelheit. Zack. Hat das gereicht? Ja, hat gereicht. Wow, Alter. Ja, will ich ja. Okay, danke. Alter, Wolf.
Okay. War aber knapp. Nein! Ey. Halt! Tu ihm nichts! Was macht die denn hier? Ja. Bist du verrückt? Zurück! Er ist gefährlich! Nein! Nicht für mich! Es ist Njellen. Lykanthropie kann jeden treffen. Aber es ist ein Fluch. Tut mir leid. Ich muss... Du verstehst nicht. Ich liebe ihn. Fast hat er mir gehört. Da bist du gekommen. Verschwinde. Lass uns in Ruhe. Mhm. Erst wenn ich weiß, was hier vor sich geht. Ich liebe ihn, seit ich denken kann. Auch als ich sein Geheimnis erfuhr. Du wusstest es, dass ich mich hier einsperre und die Verwandlung abwarte? Ich wusste es, und es war mir egal. Aber du hast Hannah gewählt. Ich wollte, dass sie dich sieht. Sie hätte dich verlassen, und wir wären zusammen. Du hast sie hergebracht, in jener Nacht. Und darum hatte ich morgens den Geschmack von Blut im Mund. Ich hab's für uns getan. Sie sollte nur sehen, wie du dich verwandelst. Ich wollte ihren Tod nicht. Glaub mir. Ich glaube dir nicht. Und ich töte dich willentlich. Zum ersten Mal überhaupt. Das geht nur euch beide etwas an. Ich misch mich da nicht ein. Aber wenn du mir nochmal über den Weg läufst, töte ich dich. Nein! Erbarmen! Du hattest kein Erbarmen mit deiner Schwester. Und ich hab keins mit dir. Alter. Alles klar. Ich hab dir gesagt, ich bring dich um. Ich weiß, was du gesagt hast. Tu es. Wenn du den Tod willst, such dir Zügel und einen Baum mit starken Ästen. Geht nicht. Ich kann nicht. Ich war immer ein Feigling. Bitte, tu du es. Wow, okay. Krass, Alter. Ach, wir haben den Schlüssel gekriegt.